Liebe Zuschauer in GTV, ich habe die Ehre, Barbara Deva Agni vorzustellen. Barbara, ich bitte dich einfach, dich vorzustellen, mit das, wie du einfach auch zu Aura Soma oder dein Wissen einfach auch gekommen bist und was du eigentlich anbietest, damit die Menschen einfach auch dich spüren können und auch einfach dich in Anspruch nehmen können. Viele Menschen brauchen jetzt diese Arbeit. Mein Name ist Barbara Deva Agni. Auf das Deva Agni bin ich heute besonders stolz, denn wir stellen uns ja hier als Göttinnen und Götter vor. Und Deva Agni heißt die Göttin des Feuers. Barbara heißt eigentlich die Fremde, kommt aber von Berber. Und denen bin ich auch sehr zugeneigt und fühle mich auch den Berbern sehr verwandt. Aura Soma ist ein wunderschönes System, was leuchtet, was mich einfach durch die Juwelen, durch die Farben immer schon angezogen hat. Ich habe es eine Zeit lang gesehen bei einer Ärztin und konnte meinen Blick nicht davon lassen. Und als ich in einer sehr, sehr schweren Lebenssituation und Lebensphase war, hatte ich nachts von einer Aura Soma Flasche geträumt. Und am nächsten Tag wollte ich in den Buchladen gehen und einfach ein Buch abholen, was ich bestellt hatte. Und ich komme in den Buchladen und ein Buch liegt aufgeschlagen vor mir und meine Aura Soma Flasche war also auf dieser Seite. Und da dachte ich schon, hoppla, das ist schon der zweite Hinweis, vielleicht sollte mich ein bisschen näher damit beschäftigen. Ich fragte also die Verkäuferin, können Sie mir sagen, wo ich ein bisschen mehr davon lernen kann, von diesem System? Und sie lächelte mich an und sagte, hinter Ihnen steht der junge Mann, der ein Lehrer ist und der Kurse gibt. Und ich habe mich eben umgedreht und meinen wunderbaren Lehrer Jagata kennengelernt, bei dem ich meine ganzen Ausbildungen gemacht habe. Und Aura Soma begleitet mich jetzt schon 12 Jahre durch das Leben und hat mir sehr, sehr viele Geschenke gemacht, wundervolle Wunder vollführt. Und und es ist eine Bereicherung für mein Leben und ich glaube, ich konnte auch vielen, vielen Menschen mit diesem wunderbaren System helfen, in ihrem Leben Lösungen zu finden, Wege zu finden, glücklicher zu sein und es auch als Bereicherung zu sehen. Barbara Deva Agni, magst du uns vielleicht ein paar Beispiele nennen oder wie systemisch einfach Aura Soma einfach helfen kann, für welche Bereiche? Also Aura Soma ist zum einen sehr wichtig, ein nicht eingreifendes System. Das heißt, man beeinflusst nicht als Berater. Der Mensch kommt und er wählt aus 107 wundervollen Farbflaschen 4 Flaschen aus. Und er wählt sie aus der Tiefe seiner Seele. Und Vicky Wall, die Schöpferin von Aura Soma, sagte immer, du bist die Farben, die du wählst und sie spiegeln die Bedürfnisse deines Wesens. Und ist das tatsächlich so? Der Mensch kommt, er wählt die Flaschen aus. Ich bin immer sehr berührt, weil ich sehe, das ist der Spiegel der Seele. Die Farben, jeder Mensch weiß intuitiv, welche Farbe er braucht, damit es ihm gut geht, um sein Potenzial auszuschöpfen, um tiefer zu sich selbst zu finden. Und so wählt er die Flaschen in der Anleitung. Und es ist auch wichtig, an welcher Stelle eine jede Flasche steht. Man kann nicht einfach irgendwas über die Flasche wählen, denn es ist schon ganz besonders wichtig, ob die Flasche jetzt an erster, zweiter, dritter oder vierter Stelle steht. Denn sie hat eine andere Aussage dann. Und die Menschen, die kommen, kommen mit verschiedenen Bedürfnissen, Anliegen. Was Aura Soma immer macht, es weitet das Bewusstsein, es hilft dir, mehr, tiefer zu dir selbst zu finden. Es hilft dir, wie gesagt, dein Potenzial zu entdecken und es auch zu unterstützen und zu leben. Es bringt sehr viel Freude. Es ist ein freudvolles System, allein schon durch die Farben. Es bringt sehr viel Freude. Es bringt Lösungen, neue Wege, mehr Selbstsicherheit, bessere Beziehungsfähigkeit. Viele, viele, viele Dinge, die man mit Aura Soma lösen kann. Es bringt auch Möglichkeiten, in andere Systeme reinzuschauen. Es öffnet die Tore auch für andere Systeme, denn es ist verbunden mit vielen anderen Systemen, mit Ayurveda, mit Aura Soma, mit Numerologie, mit vielen, mit dem Tarot,
mit der Steinekunde viele, viele, viele Systeme beinhaltet Aurasoma oder unterstützt Aurasoma. Ja, Barbara Deva-Agni, magst du uns vielleicht ein Beispiel erzählen, wie zum Beispiel ein Mensch geholfen wurde und überhaupt, auf welche Ebene wirkt es? Ist da eine Energie drin, die gegeben wurde oder durch die Farben oder Symbolen oder durch die Art, wie das vorbereitet wurde, dass es einfach den Menschen einfach auch hilft, sich zu spiegeln und dadurch auch zu erkennen und dadurch auch sich in Gleichgewicht zu bringen? Es wirkt auf vielen Ebenen, auf allen Ebenen. Es wirkt auf der körperlichen, auf der mentalen, auf der spirituellen, auf der symbolischen. Und je nachdem, wer vor dir sitzt und wie du ihn fühlst, so gibst du das Reading. Auf dieser Ebene holst du ihn ab. Und diese Flaschen sind nicht einfach nur Farbflaschen. Es ist, Vicky Wald, die Schöpferin von Aurasoma, sagt es immer, es ist alter Wein in neuen Flaschen. Sie hat in den Äonen der Zeit gesucht und hat eben diese Sachen gefunden, mit Duft zu arbeiten, mit Pflanzen zu arbeiten, mit Kräutern zu arbeiten, mit Kristallen und hat es vereint in Aurasoma. Es sind eben die Säulen von Aurasoma, ist die Farbwelt, die Pflanzenwelt, die Kristallwelt. Die Flaschen sind Öl, also in den Flaschen ist eine Öl-über-Wasser-Emulsion und gelöst darin sind Pflanzen und Kräuter, aber das Besondere ist, Kristalle werden benutzt, riesengroße Kristalle, um diese Flaschen zu energetisieren und wirklich fast atlantische Geräte werden benutzt, würde jetzt hier zu weit führen, lernt man dann im Aurasoma-Kurs, werden benutzt, um diesen Flaschen eine ganz besondere, einmalige Energie zu geben. Und sie wirken eben auch bei uns, nicht nur auf den Körper, sondern auf alle feinstofflichen Körper. Den Astralkörper, auf den Ätherkörper, auf das Feld um den Körper und auf den Körper an sich. Die Aurasoma-Flaschen, jetzt die Equilibrium-Flaschen, wirken, indem man sie aufträgt auf die Haut. Sie wirken über die semipermeable Haut, dringen sie in die Lymphe und Blutbahnen ein und von dort verändern sie ganz sanft was, ist ähnlich wie eine LM-Potenz bei der Homöopathie, verändern sie was in deinem Körper, in deinem Astralfeld, in deinem Mentalfeld, in deinem Ätherkörper. Es gehört zu Aurasoma, muss ich sagen, nicht nur die Equilibrium-Flaschen, sondern es gibt auch Pomander und Quintessenzen, die Pomander wirken direkt im elektromagnetischen Feld und wirken jetzt schnell, wirken 2 Stunden. Die trägt man ein, so ungefähr 5 cm um den Körper herum. Man hat mit der Kirlians-Fotografie Fotografien gemacht und gesehen, dass sie sich sofort wie ein Schutz um den Körper legen, also wie kleine Ventile, die sich schließen. Und sie wirken akut 2 Stunden lang. Sie schützen den Mensch für das, was er jetzt gerade braucht. Also zum Beispiel gelb ist die Farbe, die gut ist zum Lernen, um gelerntes Wissen hochzubringen. Wenn man jetzt in ein Examen geht, ist es gut, man nimmt einen gelben Pomander, der bringt das Wissen hoch. Oder wenn man einen Vortrag halten muss, hat ein bisschen Probleme mit dem Hals, kann nicht richtig reden, nimmt man blau, Kommunikation, blaue Chakra, dann kann man wieder reden. Je nachdem, was man tun, wenn man Mut braucht für ein Gespräch, für irgendeine Geschichte, nimmt man rot, das gibt Mut. Es ist so, dass sowohl die Pomander als auch die Equilibrium immer nur die positive Seite der Farbe unterstützt und rausbringt und uns da unterstützt. Und dann gibt es noch die Quintessenzen, das sind die feinstofflichsten aller Aurasoma-Produkte. Die greifen am Astralkörper an. Sie unterstützen unseren Farbstrahl. Wir gehören alle zu einem Farbstrahl. Anhand eines Readings können wir feststellen, zu welchem Farbstrahl wir gehören. Und sie unterstützen quasi die Qualität dieses Farbstrahls und unterstützen damit das, was wir wirklich sind, um uns besonders zu präsentieren und rauszubringen. Und wenn wir jetzt so einen zum Beispiel hier, die Aurasoma-Flaschen lügen nicht, haben wir gesagt. Es kam ein Mensch kürzlich zu mir, der hat gesagt, für ihn ist am allerwichtigsten Beruf, Job, Erfolg. Liebe und Beziehung, 2. Stelle. Und dann wählt er diese Flaschen, die 4, die ich hier hingestellt habe. Diese. Das sind Flaschen, die zeigen, dass es ein sehr spiritueller Mensch ist.
geschüttelt geben sie fast alle Violett. Das gibt Violett, das gibt Violett. Sie sind sehr zart. In Aura Soma ist es so, dass die hellen Farben im Vergleich zu den dunklen, die diese Farben sind, die spiegeln, dass man schon sehr viel Licht auf seine Themen geworfen hat, dass man sehr bewusst ist mit der Geschichte, die man gerade lebt. Und er wählt nur helle Farben. Dieser Mensch wählt ganz spirituelle Farben, sehr viel Pink drin, was heißt, er arbeitet sehr aus der Liebe und aus dem Herzen raus und sagt mir aber, er ist ein Mensch, der nur für Erfolg und Geschäft lebt. Die Farben lügen nicht. Ich selbst habe den Mensch vorher gespürt und natürlich schon gespürt, was dahinter ist, aber da hat er sich selber angeschaut. Und interessant ist, an der dritten Stelle ist immer das ist die Hier- und Jetzt-Flasche. Jede Flasche hat eine Bedeutung. Und im Hier und Jetzt ist wirklich sein Thema hinzuschauen, für was bin ich da, was ist meine Lebensaufgabe. Und hier zeigt es, dass er sehr, sehr verbunden ist mit der göttlichen Liebe und dass er sehr gut Liebe geben und nehmen kann. Und sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht zu einem Reading gekommen. Und es ist eben sehr schön, dass die Flaschen nicht lügen. Und wichtig wäre noch zu sagen, die erste Flasche ist die Flasche, die sagt, wer du wirklich bist. Wie du hierher gekommen bist. Sozusagen das untere, der untere Teil ist immer das Unterbewusstsein und der obere spiegelt das Bewusstsein. Bei der ersten Flasche sagen wir, das ist die Seelenflasche. Da ist der untere Teil dein Seelenstrahl, auf dem du geboren bist, dein Weg, den du dir gewählt hast, und der obere zeigt, wie du den Weg gehst. Und zusammen, geschüttelt, gibt es dein Potenzial. Die zweite Flasche zeigt die Stolpersteine, aber auch die Geschenke, die der Mensch hat. Die Stolpersteine, die Herausforderungen. Und wenn du die Herausforderungen bearbeitest, dann kannst du das Geschenk rauswickeln, sozusagen, wenn du durch die Tiefe gegangen bist, durch tiefe Täler, dann kommst du viel weiter wieder raus. Und die unterstützt uns eben am meisten, deshalb nehmen wir sie auch als erstes, denn wir nehmen die Flaschen hintereinander, wir wenden sie an. Und die dritte Flasche sagt, was im Hier und Jetzt ist, was jetzt ansteht, sei es beruflich, privat, auf der Seele, mentalen Ebene, auf allen Ebenen. Und die vierte Flasche ist sozusagen die schon bestehende Zukunft. Die Energie, die schon da ist, die wir nur noch nicht spüren, die wir schon in unserem Energiefeld haben, aber noch nicht sehen. Das ist da, wo die Seele hingehen möchte, wo unser Unterbewusstsein uns schon zeigt, das ist unser Ziel. Das heißt, Aura Soma ist einfach ein System, der einfach hilft zu erkennen, der einfach auch grundsätzlich nichts wegmachen will, nichts hinzufügen will. Es ist ein intelligenter System für den modernen Mensch, der hilft einfach zu erkennen, auf eine sehr hohe und entwickelte Art. Und das ist einfach, was heute der Mensch einfach auch braucht. Er braucht nicht etwas weggenommen zu werden oder hinzugefügt zu werden, sondern das Ordnen und Gleichgewicht bringen gibt einfach wieder Kraft. Ich habe noch eine Frage. Wie wirkt das auf das Lymphsystem? Wir dürfen nicht sagen, dass Aura Soma auf irgendwas im Körper wirkt, denn es ist kein pharmazeutisches System, kein medizinisches System und in Deutschland ist es sehr schwierig. Deshalb möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, wie es auf das Lymphsystem wirkt. Es wirkt auf die Drüsen, auf das Lymphsystem, auf den Körper schlechthin. Nur wie gesagt, diese Aussage dürfen wir eigentlich nicht geben, offiziell. Weil es eine medizinische Aussage ist. Und es ist kein medizinisches System. Das Lymphsystem ist einfach das, was kraniosakral auch in das Kraniosakralsystem einfach auch so in Bewegung bringt. Nicht nur das Lymphsystem, das kraniosakrale System wird hauptsächlich bewegt durch den Liquor, durch die Rückenmarksflüssigkeit. Wenn die in Harmonie und Balance fließt, dann ist der Körper in Balance. Und wir spüren bei Kraniosakralbehandlungen, spüren wir die Verkrampfungen oder Blockaden im Körper, an den Muskeln, am Rückenmark vor allen Dingen, aber vor allen Dingen an dem Fluss des Liquor, der sich fortsetzt im Körper. Und es gibt mit Aura Soma ganz wunderbare Verbindungsseminare, Aura Soma Kraniosakral, Aura Soma Ayurveda. Also es gibt einen wunderschönen Kurs, Kraniosakral,
und Aura Soma, die man belegen kann natürlich und buchen kann. Und die Systeme unterstützen sich gegenseitig. Ein besonders schöner Kurs, der mir sehr am Herzen liegt, da ich auch sehr viel mit Ayurveda arbeite, ist also die Trinität des Ayurveda und des Aura Soma, wie diese beiden Systeme sich unterstützen können, wie sie auch schon von der Geschichte her, von der Mythologie her sehr, sehr ähnlich sind, ähnlich aufgebaut sind. Und ist ein wunderbarer Kurs, den ich weltweit unterrichte und der zeigt, wie wunderbar sich die Systeme einfach ergänzen. Ja, deine Angebote an Seminaren oder Einzelberatungen oder wie sehen die aus? Also eine Einzelberatung dauert 1,5 Stunden und kostet 75 Euro. In Ottobrunn bei mir, ich habe eine Agentur, die heißt Barbara Ayurveda Reisen und Aura Soma Treffpunkt, da ich eben wie gesagt auch Ayurveda Reisen nach Sri Lanka vermittle. Und dort bucht man dann bei mir telefonisch oder per E-Mail und man hat dann 1,5 Stunden Sitzung. Es gibt eine normale Sitzung, dann gibt es eine Kabbala-Sitzung, die dauert fast 3 Stunden, kostet 130 Euro, geht etwas tiefer, geht dann wirklich in den Baum des Lebens. Dann gibt es Partnersitzungen, die kosten 90 Euro und es gibt Kindersitzungen, die kosten 50 Euro. Aber was ich besonders gern mache, ich bilde aus, ich bin eben Lehrerin aller Stufen und wenn man eine Aura Soma Ausbildung macht, also um selber Aura Soma Berater zu werden, dann sind das 4 Kurse, 6 Tage. Ein Kurs kostet 540 Euro, ein 6-Tage-Kurs. Der nächste Beginnerkurs, Anfängerkurs ist Karfreitag, Karsamstag, fängt er an. Und es ist eben so, dass diese Kurse nicht nur dazu da sind, um selbst Berater zu werden, sondern sie helfen einem selbst sehr, sehr tief zu sich selbst zu finden. Ja, und dann gibt es eben, wie gesagt, den Aura Soma Ayurveda Kurs. Es gibt einen Präsentationskurs, wo man lernt, wie man sich präsentiert mit dem Aura Soma, der aber auch sehr hilfreich ist, in jegliche anderen Sparten sich zu präsentieren. Und es gibt eine Aura Soma Chakra-Massage, die ich gebe und es gibt eine wundervolle Aura Soma Klangmassage mit dem Chakraphon. All das kann man bei mir buchen. In Ottobrunn, Mozartstraße 89, Telefonnummer 089-609-8294. Vielen Dank, Barbara Deva Agni. Vielen Dank. Danke.